Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft Classic im Nordend. So, ja, ich habe tatsächlich einmal nachgeguckt wegen dieser Quest und irgendwie sollen da Eingänge sein in Höhlen. Habe ich wahrscheinlich übersehen. Werde ich jetzt gleich mal gucken. Es ist durchaus möglich, dass ich da was übersehen habe. Aber ich hatte jetzt gedacht, dass Vordrassils Tränen vielleicht ein Höhleneingang hier im Wasser ist. Deswegen scheint aber nicht zu sein. Ich bin da und da irgendwo soll es sein. Aber ich sehe nichts. Ich sehe das hier nicht. Irgendjemand hat auch geschrieben, alles in der einen Höhle, dass es alles in der einen Höhle geht, aber das habe ich auch nicht rausgefunden. Also ich, keine Ahnung, ich. Ach, hier ist was. Boah. Wieso habe ich das denn eben nicht gesehen? Ich habe gedacht, das wäre der gleiche wie. Ah, ja. Das kann ja passieren. Ich hatte das tatsächlich als den gleichen Dingens identifiziert. Deswegen bin ich da nicht reingeflogen. Ach Gott, peinlich. Ja, manchmal muss man dann doch nicht Dinge voraussetzen, einfach. Okay, ich könnte jetzt einfach mal. Okay, ich mache jetzt mal den Ruhestein. Wir müssen so viele Sachen hier in Burg Siegeswall abgeben. Fangen wir mal mit ihm an, dann geben wir ihm die Bälge. Ich hab den guten Stoff. Hast du die Bälge dabei, Mann? Seid Ich vorsichtig. stehe in deiner Schuld, Mann. Nimm dies als Bezahlung. Was mich übrigens auch wieder nochmal zu Throne and Liberty bringt. Es gibt da Goblin-NSCs. Und diese Goblin-NSCs bezeichnen immer jeden als Brother. Also, wenn sie mit einem reden. Und ich dachte so, soll das irgendwie so ein bisschen wie dieses bei den Trollen hier in WoW sein, die ja auch immer Mann sagen, egal ob man Mann oder Frau ist. Also im Deutschen. Ich weiß nicht, ob sie bei Throne and Liberty dann wahrscheinlich Bruder, ne? Also, ja, es ist. Okay. Ich nehme mal das. Unix-Vertuschung. Ah, wir haben ein kleines Problem. Grizzly-Teile sind braun, Mann. Denk nach, denk nach. Ich hab's, Mann. Es ist doch so. Grau ist schwarz und weiß durcheinander vermischt. Du besorgst mir ein bisschen Kohle und ein bisschen Mehl. Ich werde das alles mahlen und bestäub die Felle damit. Das wird keinem auffallen. Kohle gibt's in der Schmiede zum Verhütten und Mehl kriegst du beim Versorger. Warum will er die anmalen? Nimm doch einfach, sag doch einfach, gut, wir haben jetzt hier kein Dingens. Es ist jetzt halt braun. Ja, okay. Ich weiß nicht, was sein Problem damit ist. Ich verkaufe jetzt erstmal Zeug. Ja. Und repariere einmal. So. Ja, echt weird. Krieg ich bei ihm Blut Mehl? und Donner. Ja. Kohle beim Schmied, das wissen wir auch. Okay. Ja, wir haben diese eine Troll, die Quest mit dem Troll nicht gemacht. Was ich aber vollkommen okay finde. So, dann gucken wir mal und sprechen wir mal mit ihr. Damit. Seid vorsichtig. Habt ihr die Proben sammeln können, Unimandra? Ja, es war ein bisschen schwierig, weil ich ein bisschen blind war, aber ja. Dieser Schleim stinkt nach einer Finsternis, die viel älter ist, als ihre weltliche Form einen annehmen lassen würde. Das Land selbst erinnert sich an dieses Böse, seitdem es existiert. Wir müssen mehr herausfinden, Unimandra. 106 Ausdauer und 37 Intelligenz, das schreit so dermaßen Hexenmeisterprobe. Tschüss.
Dunkelheit darunter. Diese Kugel. Sie wurde von einer abgrundtief bösen Macht befleckt. Was ich auch sonst noch durch weitere Untersuchungen herausfinden werde, eines ist sicher. Ich muss die Kugel so bald als möglich zerstören. Ihre verderbende Macht ist einfach zu groß. Ach nee, das war die Quest mit dem... Ja, wir waren ein bisschen blind, aber okay. In Frieden. Seid vorsichtig. Ich danke euch, Onimandra. Eure Hilfe ist willkommen. Ja, das ist schön. So, dann gucken wir mal. Das klingt schon ziemlich gut. 48 Intelligenz. Das klingt gut, aber das hier klingt auch gut. Und das dann anstelle... Ah, okay, das Ding gibt uns Willenskraft. Das ist jetzt böse. Ich muss jetzt entscheiden. Nehme ich das anstelle von Schlag des Meeres oder nehme ich die Insignie des blutigen Feuers anstelle von Schlag des Meeres? Mehr Intelligenz oder machen wir hier den nächsten? Ich möchte die Willenskraft möchte ich eigentlich ganz gerne noch behalten. Das ist das Problem. Ich möchte aber die kritische Trefferwertung auch nicht. Komm, wir nehmen mal das mal anstelle dieses. Ja, okay. Tschüss. Möge die ewige Sonne. Eine mögliche Verbindung. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir eine Expedition in den Osten entsandt, wo sie von wahnsinnigen Vorbergs angegriffen wurde. Einer der Überlebenden beschrieb uns, wie er einen von ihnen erschlug und aus dessen Körper eine dunkle, schleimige Substanz austrat. Tausende von Jahren waren die Vorbergs in dieser Gegend friedlich. Es ist möglich, dass eine Verbindung besteht zwischen dem Verhalten der Vorbergs und der dunklen Energie, die wir zuvor entdeckt haben. Bringt mir ein paar Proben des Vorbergbluts. Ihr findet sie im Osten am Schrein des Grollfangs und am Schrein des Herzbluts. Okay. Die geben Willenskraft und mehr Intelligenz. Das ist schön. Ja, die nehmen wir dann auf jeden Fall. Geht in Frieden. Seid vorsichtig. Es ist möglich, dass die Vorbergs von den Grizzly-Hügeln demselben Verderben unterliegen, das schon Fordrassel plagte. In letzter Zeit waren sie, nach Jahren der friedlichen Koexistenz, in einen tödlichen Stammeskrieg verwickelt. Die Schreine, die sie im Osten bewachen, sind das Zuhause von Ursocks Jungen. Sollte die Verderbnis auch die Vorbergs betreffen, so ist es möglich, dass Kodian und Orson aufgrund ihrer Abstammung unversehrt geblieben sind. Sollte dies der Fall sein, so findet sie und hört, was sie zu sagen haben. Okay. Möge die ewige Sonne Interesting. Scheinen. Ja. Okay, dann gehen wir mal. Wie kann ich euch helfen? Kohle holen. So. Für die Horde. Und dann machen wir hier mal ein bisschen eine kleine Fälschungsaktion. Ja, ich weiß, das war blöd. Ich bin an dem Kohlendings vorbeigelaufen. Zu nah. Ich weiß. Kommt und holt den Rudel. Hast du den Kram, Mann? Ja, hier. Ich habe den Stoff gebracht. Seid vorsichtig. Hoffen wir das Beste, Mann. Mögen die Geister. Das ist es, Mann. Lass uns die Fälle zu Krenna bringen und gucken, ob sie den Test bestehen. Hoffen wir, dass Krenna nichts bemerkt um unserer beider Willen. Ja, toll. Ich muss ihr das bringen, ja? Und du sitzt hier und, oh Gott, Krenna, wenn Krenna das bemerkt, dann wird sie bestimmt wütend. Warum auch immer, aber wütend wird sie werden. Wütend. Okay, so. Kurzer Hustenanfall. Was kann ich für euch tun? Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Habt ihr eigentlich irgendeine Ahnung, mit wem ihr sprecht? Ich weiß nicht, ob ich so gesprochen hatte, aber es passt. Für wen haltet ihr mich eigentlich? Diese Fälle riechen nach Mehl. Das ist eine echte Beleidigung für die Horde. Beleidigung der Horde, oh Gott. Dieser rückgratlose Troll hat mich das letzte Mal enttäuscht. Antis, brecht seine Beine. Sofort, my lady. Oh no, don't do this. Er ist doch... Ich werde mich darum kümmern, Schwester. Ja, danke, die ist... Sorry, aber kann man die bitte... Oh, die ist so... Ich habe euch noch nie so begierig gesehen, jemanden zu schaden, Schwester. Eine erfreuliche Entwicklung. Sehr schön. Geht.
Wahrscheinlich wird sie sagen, hau ab, mach, dass du hier wegkommst. Krenner möchte deinen Kopf. Und es gibt eine Quest. Ihr Halbidiot, diesmal habt ihr es wirklich geschafft. Ich werde es so aussehen lassen, als wäre euer Bein gebrochen. Nein, bitte nicht. Oh Gott, was habt ihr euch dabei gedacht, sie so zu provozieren, sagte sie zu uns. Bewegt euch jetzt nicht, wenn ihr euch jemals wieder bewegen wollt. Ha, fast vermisst. Fast vermisse ich den alten Jumdia. Der war hart im Nehmen, aber Eisenhaut schien keine größeren Probleme damit zu haben, ihn durchzukauen. Okay. Wer auch immer das war. Ja, es tut mir leid. Ich bin ja auch nicht... Nee, das war was anderes. Das hat gar nichts damit zu tun. Die Siegeswahlgrube, Bärenringen. Ihr seid also an den Kämpfen interessiert, oder was? Nun, Krenner hat die Grubenkämpfe für alle registrierten Kämpfer verboten. Doch ihr, meine Liebe, seid streng genommen euer eigener Herr und von diesem Verbot nicht betroffen. Nette Gesetzeslücke, nicht wahr? Falls ihr jedenfalls interessiert sein solltet, dann kann ich euch zu Anfang etwas Einfaches geben. Einen popligen Bären zum Beispiel. Ihr dürft sogar ein paar Freunde mitnehmen. Bleibt sauber. Meine Damen und Herren, bitte versammelt euch um die Siegeswahlgrube, werdet Zeuge des Kampfes Untote gegen Bär und setzt eure Wetten mit Zuversicht. Okay. Das ist ein Eisen... Oh, das ist Eisenbalk. Das ist ein... Ah, das ist ein... fuck. Das ist ein... damn. Das ist ein Elite. Fuck. Das hatte ich nicht, mal, das hilft. Nein, das hilft nicht, aber das hilft. Hilft das? Ja. Boah. Okay. Ah, es könnte sein, dass wir vorher kein Mana mehr haben, aber okay. Komm. Ist auch mal nicht so einfach. Oh no, was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, ich wollte daneben. Ich wollte das klicken. Ich habe das mal... Oh Gott. Heilung, Heilung, Heilung. Blitzheilung, Blitzheilung. Oh Gott, ich sterbe, weil Schattenwort tot und so. Schattenwort tot darf ich nicht benutzen. Der kippt nicht um damit. Und das schadet mir dann viel mehr als ihm. Na komm, funktioniert. Jetzt, fall um. Fall um. Boah. 7000 Erfahrung, immerhin. Das war ein bisschen anstrengend. Das, mein Buff-Food war natürlich pünktlich ausgelaufen. Buchmacherwelte. Gute Arbeit, Mann. Hier ist euer Anteil. Okay, ich kriege 11 Gold. Das lohnt sich. Mehr Arena-Kämpfe, weil die sich losen? Ich weiß es nicht. Achso, und ich wollte das natürlich auch noch austauschen. Ne? Ich wollte... Gegen was wollte ich es denn austauschen? Die Insignie des blutigen Feuers wollte ich gegen Schlag des Meeres, ne? Das war es. Das ist Schlag des Meeres. So. Okay. Das wäre jetzt gut, ne? Mehr Ausdauer. Aber das bringt uns nichts, deswegen. Nee, den Kram werde ich natürlich. Elixier. Das Problem ist, das ist auch ein Kampfelixier. Das heißt, ja. Das ist immer das Blöde. Die Rollen, die als Kampfelixier gelten, die nützen uns halt einfach nichts, ne? Wenn wir gleichzeitig ein anderes Kampfelixier drauf haben. Wie das jetzt hier. Gut.
glaube, ich muss mal eben kurz hier zu ihm und mich erstens Dinge verkaufen und mich außerdem reparieren. Könnte natürlich ein paar Mal Arena-Kämpfe machen und hier, also Grubenkämpfe und Kohle abräumen. Aber das war jetzt schon ganz schön, also gut, ich habe auch einen Fehler gemacht. Ich habe hab Schattenwort Tod benutzt, obwohl ich, ja, wenn das Ziel halt nicht stirbt, dann kriege ich ja den Schaden zurück und das ist das Problem. Deswegen, ich habe da nicht aufgepasst. Der hatte auch gar nicht unter 25%, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Ich weiß das gar nicht genau. Ja, das steht uns ja offen. Ich würde vielleicht eher jetzt mal weiter hier erkunden und ein paar Quests dabei machen. So, da sind die Jungen des Bärengottes. Da ist das mit dem wahnsinnigen Furbolgs. Schicksal und Zukunft. Okay, ja. Okay, hier sind die. Okay, aufgedeckt. War das auch noch? Machen wir jetzt das mit den Jungen des Bärengottes zuerst oder machen wir das mit den Furbolgs zuerst? Vielleicht erstmal das mit den Furbolgs, weil wenn ich jetzt ein Level höher bin, dann wird das wahrscheinlich eine graue Quest mit den Furbolgs und dann ist die Motivation so niedrig, das zu tun. Das ist eine Story-Quest, das ist okay. Da habe ich, ich habe auch so kein Problem damit, wenn Quests grau werden, aber machen wir erstmal das Blut der wahnsinnigen Furbolgs. Ja, ich hätte mal... Ich bin hier nicht lang geflogen, sonst hätte ich das gesehen. Oh, die haben sich hier... die haben sich im Stamm von Vordrassel eingerichtet. Und das hat sie wahrscheinlich... Hat sie das irgendwie... Oder sind die einfach nur im Krieg miteinander? Sind die grundsätzlich alle wahnsinnig? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die grundsätzlich alle wahnsinnig sind. Das ist aber, glaube ich, so, ne? Okay. Gucken wir mal. Ich habe kein Ziel. Es geht. Ich kriege Froststoff von ihnen, das ist schön, aber ich weiß nicht, ob das wahnsinnige Furbolgs sind. Oder ob die Wahnsinnigen die anderen sind. Und ja, ich muss mich mal heilen. Doch, die sind auch wahnsinnig. Okay. Frage beantwortet. Wahrscheinlich sind sie... Oh, nee. Der ist nicht wahnsinnig. Und der ist auch nicht rot. Okay, also die sind nicht... Ah, okay. Mhm. Also die Grauen sind wahnsinnig. Ah, okay.
Also die Frostpfoten sind wahnsinnig, nicht die anderen. Gut zu wissen. Na toll, der hat mich gestunt. Dankeschön. Ja, da kann ich... Das ist mir relativ egal. Nahkampf ist eh nicht mein Ding. So. Also Unimandras Ding ist der Nahkampf nicht. Ich habe da ja nicht unbedingt was gegen. Ich finde es blöd, dass ich 8-mal das Blut brauche. Warum 8-mal? Hätten nicht auch 3-mal oder 4-mal gereicht? Warum 8 Proben? Das ist immer viel zu viel. Es dauert dann immer so ewig lang, bis man das gesammelt hat. Schon wieder hat er mich unterbrochen. Das nervt, dass die ständig unterbrechen. Oh, der war schon so weit down, dass das... Gott sei Dank... Nee, ihr braucht nicht schießen. Hier ist niemand. Hier bin nur ich. Gerade im Moment. Bitte nicht schießen. Mal irgendwas trinken. Verbündeter der Rotfänge. Eure Angriffe auf die Frostpfoten scheinen bei den Rotfängen etwas Wohlwollen auszulösen. Vielleicht werden sie euch nicht töten. Vorerst. Ah ja. Gut. Das ist ja super, weil hier kann man dann später bestimmt total gut Lachse angeln. Oh. Ja, ich brauche noch... Bitte nicht schießen. Ich bin hier unterwegs. Ihr trefft mich womöglich. Ich denke, ich muss hier rüber. Hier auf die Seite, wo mehr Grau... Nein, mehr Frostpfoten sind. Ja, hier sind keine. Die habe ich alle erledigt. Da hinten ist noch. Ich hoffe, dass da genug sind, dass ich überhaupt diese Proben kriege. Weil ich brauche 8 Stück. Und ich habe erst 3. Könnte schwierig werden. Wenn nicht genug Frostpfoten da sind. Klar. Er hat nur leider... Ach, hier sind noch mehr. Okay, ich habe es gerade echt gedacht, wenn da hinten das alles war an... Frostpfoten, das wäre ein bisschen blöd gewesen, weil die Droprate für diese Blutprobe ist mal wieder nicht, naja, wirklich zufriedenstellend, sage ich mal. Okay.
Tagen dauern. Ihr werdet wahrscheinlich, könnt ihr fast den nächsten Level noch erreichen. Warum fällst du nicht um? Der hat mir ganz schön Schaden gemacht. Ich mach mal eine Blitzheilung. So. Dass der mich wieder stunt. Mach mal den Schild an. Okay, noch zwei. Also ich hoffe ja wirklich, dass das noch was wird. Dass ich von dem noch das kriege. Ich hoffe, es waren. Der hatte noch mehr als 50%, als ich ihn. Nee, hatte er nicht. Darum kann ich ihn nicht looten. Schade. Oh, da sind aber wieder welche auf der anderen Seite. Okay. Ich war mir nicht sicher, ob die respawnen. Hätte ja sein können, dass das so eventmäßig ist, dass die nicht wieder spawnen. Gibt's ja manchmal dann im Spiel. Es dauert. Ja, es dauert. Na komm, du fällst jetzt um. Und du hast kein Blut. Alles so blutleere Gesellen. Ich frage mich ja dann, warum kriege ich kein Blut von denen? Ne? Warum? Es macht keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Es ist, okay, ich muss einen Schluck trinken. Das bringt nichts. So, jetzt. Oh, was mir der für Schaden macht? Seriously? Ich muss die ganze Zeit irgendwelche Heilungen anwerfen. Was? Und wenn ich das nicht... Ich meine, ich habe... Ich habe eine Rüstung. Verringert den erlittenen Schaden um 24,34%. Wenn das nicht wäre. Eieiei. Okay. Ich brauche immer noch zweimal Blut. Ich hoffe, da hinten, die haben das. Beim letzten Mal hatte der welches. Ich schmeiß jetzt ein Schild an, das ist mir zu blöd. Ich kriege so viel Schaden von denen. Das ist echt bekloppt. Eins. Auch wieder den Schild anwerfen. Komm, fall mal um. Fall um. Fall um! So. Ich weiß, ich hätte einfach noch einen Zauber wirken können, aber ich wollte mir Mana sparen. Die Dots tickten ja schon durch. Ich muss ja jetzt nur noch abwarten. Oh, Gott sei Dank. So. Alles klar. Wir haben jetzt... Okay, das ist jetzt wirklich nah dabei. Dann gehen wir da jetzt mal hin, weil es so nah dabei ist.
Okay. Ach, das ist auf der anderen Seite. Ich habe gedacht, das wäre der Handelsposten. Dann ist das nicht der Handelsposten. Ist das hier der Handelsposten? Nee, das ist doch nur ein Ach, das ist der Handelsposten. Okay. Alles klar. Ich habe das nicht als Handelsposten erkannt. Okay, eine... Aha. Hallo. Diese Monster haben meinen Vater getötet und meine Schwester entführt. Dafür werden sie bezahlen. Okay, ja, das hast du schon mal gesagt. Man sieht sich. Ich habe mich schon gefragt, wann ihr auftauchen würdet. Denkt ihr, dass ihr mir hier helfen könntet? Mögen die Reisen sicher sein. Auf dann. Dieses Ding, dieser Fluch, der sich auf Silberwasser und Julheim auswirkt, er verwandelt mein Volk in Bestien. Mein Vater hat versucht, sie zu warnen, doch stattdessen hören sie alle lieber auf den Wolfskult. Sie sind nun schon zu lange verwandelt. Es ist Zeit, sie auszuschalten, um ihrer selbst willen. Okay. Mhm. Okay. 59 Beweglichkeit, das wäre was für ein Druiden. Das ist gut. Da kriegen wir dann nochmal Willenskraft dazu. Das ist schön. Ja, ja, ja. Man sieht sich. Schönen Tag auch. Anatol Verdre. Meine Schwester ist hier irgendwo und ich kriege dieses Monster einfach nicht zum Reden. Er kümmert sich anscheinend nicht um sein eigenes Wohlergehen, aber ich habe da eine Idee. Ich kenne Anatols Frau, Tatjana, noch aus der Zeit, bevor der Wolfskult ankam. Sie war eine Pferdehändlerin. Nehmt diesen Betäubungsfall, bringt sie Leben zurück. Wir werden sie brauchen, wenn wir ein Druckmittel gegen Anatol haben wollen. Ich werde euch helfen, die Person, die hinter dem all dem steckt, zu finden, sobald wir meine Schwester haben. Okay. Okay. Wir würden etwas Intelligenz verlieren, aber wir würden Willenskraft und Ausdauer dazu bekommen, wenn wir den gegen den Ring des Jenseits austauschen. Weil der Rest... Nee. Mögen die Reisen sicher sein. Okay, das ist Anatol? Das ist Anatol. Okay. Jäger? Das ist... Tatjana in Julheim. Das wird sich einrichten lassen. Wir nehmen das. Frage ist, wo sie ist in Julheim, aber das kriegen wir raus. Aha. Ja, hier sind natürlich Wölfe. Pferdehändlerin war sie hier. Dann da ist sie doch. Dann machen wir das zuerst mal, dass wir die Jäger hier rundum ausschalten und dann uns um Tatjana kümmern. Hoffentlich. So der Plan. Mal gucken. Die verwandeln sich ja dann wieder in Worgen, denke ich. Ja. Stimmt. Ja. Also. Okay, die sind jetzt nicht so schwer. Zu viele auf einmal will ich davon auch nicht haben an der Backe, aber das geht schon. Von den Jägern finde ich einfach total viel. Das ist wieder so...
fände es schön, wenn es nicht so viele wären wieder. Das sind so die... Andererseits, wenn die uns jetzt alle Froststoff geben, das wäre schön. Wäre nett, das schnelle Fliegen hinzukriegen. Und das funktioniert tatsächlich am besten, indem man Froststoff verkauft. Okay, das ist ein Initiant, das ist überhaupt kein Jäger. Egal. Den machen wir mal auch. Sind einfach nicht so schwer, weil die jetzt schon leveltechnisch ein bisschen drunter sind. Jetzt mal alle Jäger, die hier so rum Spacken noch wegmachen. Ich habe nur keine Lust, hier nochmal hinzumüssen für die Jäger. Das heißt, wir machen die jetzt auf jeden Fall direkt. Bin ich jetzt gerade in die Falle gelaufen oder ist die einfach neben mir hochgegangen? Bin mir nicht sicher. Und der Level 78. Ach du Schande. Nee. Erstmal hier die Jäger. Noch 5. Musik hier gerade ist schon etwas weird. So diese schluchzende Geige und wir metzeln uns durch die... Ja. Durch die Jäger hier. Oh, keiner mehr da. Verdammt, wir haben noch nicht... Wir brauchen noch 3. Ich hoffe, hier sind noch irgendwo welche. Und ich hoffe, der Respawn setzt jetzt nicht gleich schon wieder ein. Das könnte ich mir nämlich gut vorstellen. Ah, da sind noch welche. Ja nicht, wie viele Probleme uns Tatjana macht, beziehungsweise Tatjanas Pferd uns macht, wenn wir hier anfangen oder wenn wir sie betäuben und versuchen zu entführen. Oh, da ist noch ein Wolf. Warum kann ich die nicht anvisieren? Die steht direkt vor mir. Warum funktioniert es nicht? Egal. Ach, manchmal ist das etwas verwirrend. Jetzt wird doch garantiert der Respawn einsetzen und alle Jäger werden wieder reinploppen. In dem Moment, in dem wir versuchen, Tatjana... Das Pferd bereitet uns keine Probleme. Das ist gut. Läuft das jetzt von selber? Okay, es ist verwirrend. Es läuft von selber. Ich dachte, ich muss es irgendwie lenken. Es ist aber nicht so. Das finde ich seltsam. Das ruckelt so dermaßen gerade. Es bin nicht ich. Ich habe die Hände nicht an der Tastatur gerade.
Das Spiel meint, es muss das jetzt. Aus irgendeinem Grund meinte das Spiel, es muss das selber machen. Oh nein, Tatjana. Überraschung für euch, Abschaum. Ihr werdet mir verraten, wo meine Schwester ist, oder ich jage ein paar Echtsilberkugeln ins Herz eurer Frau. Halt, nicht schießen, tut Tatjana nicht weh. Ja, ja, ja. Schönen guten Tag. Auf dann. Das war knapp. Wir müssen Anja retten. Jetzt. Ach so, oh, was? Hm. Wo ist Anja? Die Göre wird im Wolfsbau auf der anderen Seite des Berges gefangen gehalten. Sie sollte zu Arugal gebracht werden. Können wir jetzt gehen? Da wäre noch etwas. Ich muss wissen, wo Arugal ist. Vergib mir, Tatjana. Okay. Bringt er sie jetzt um? Oh, nichts von dem, was ihr vorhabt, kann schlimmer sein als das, was Arugal mit uns machen wird. Ich werde euch selbst in Stücke reißen. Okay. Moment. Anatol? Wo ist Tatjana? Was ist mit Tatjana? Hat er sie gefressen oder was? Hallo, wo ist Tatjana? Das war nicht richtig. Okay, also... Hallo. Nochmal. Schönen Tag auch. Diese Monster zu töten, wird meinen Vater nicht zurückbringen. Doch das spielt jetzt keine Rolle, oder? Ja, das nehmen wir mal. Mögen die Reisen sicher sein. Man sieht sich. Das war knapp. Wir müssen Anja retten. Jetzt. Ich wollte das hier nehmen, ne? Schönen Tag auch. Auf dann. Bitte, Unimandra. Ich weiß, ihr seid hinter Arugal her. Ich schwöre bei meinem Vater, dass ich euch helfen werde, ihn zur Strecke zu bringen. Aber ich flehe euch an. Anja ist komplett unschuldig. Wir können sie nicht diesen Wilden überlassen. Helft mir, meine Schwester zu retten, und ihr könnt mich an eurer Seite wissen, wenn ihr Arugal stellt. Ich kenne die Höhle, von der Anatol gesprochen hat. Sie befindet sich auf der anderen Seite dieses Hügels. Lasst's gehen. Meine Schwester ist in Gefahr. Okay. Ich hoffe, sie rennt jetzt nicht sofort los und Anatol steht hier wieder. Ja, das ist ein bisschen weird. Wir tun einfach mal so, als wäre er nicht da. Außerdem wollte ich mal eben die Ringe austauschen. Und zwar wollte ich es tauschen gegen den Ring des Jenseits. Das ist... Ja. Ja. Und das wollte ich da... Weil, ne? Das ist hier, das ist da, das ist dies, das ist das, das geht dahin. So. Ah, Level 79 können wir wieder eins wählen. Okay, das ist immer so verwirrend. Okay. Oh, das ist jetzt... Geh mal hier rüber. Alles klar. Ja, ich sag dann mal, ich mache hier einen Cut und in der nächsten Folge kümmern wir uns um die Geschichte mit Anja und Arugal und allem. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut. Tschüss, ciao und bis dann.